Die Tigerjagd. Du bist dran, Al. Hopp, 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 hopp. Du hast 3 Steine verloren. Du bist dran, Bob. Hopp, 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 hopp. Du hast verloren, Al. Sollen wir noch mal spielen? Sehr gerne, aber leider haben wir alle Spielsteine gegessen. Nachricht! Hä? Nachricht! Ich habe eine Nachricht für die Tiger, eine Nachricht für die Tiger! Wie? Eine Nachricht für uns? Was denn? Ich soll das große Tigerkriegerturnier ankündigen auf der Sonnenfelsinsel! Hast du gehört, Junior? Das große Tigerkriegerturnier. Da müssen wir hin. Darf Harry auch mitkommen, Maurice? Nein, das ist nur für Tiger. Jetzt Harry traurig. Tut mir leid, Harry. Wir berichten euch. Folgt mir! Macht's gut, Freunde. Wir sind bald zurück. Viel Glück, Tiger! Das große Tigerkriegerturnier ist eine tolle Sache. Wir können uns über unsere Kampftechniken und vor allem über die 3 größten Stärken der Tiger austauschen. Ein Tiger ist unberechenbar und sehr schlau. Und ein Tiger gibt niemals auf. Das stimmt, mein Sohn. Streifen sind auch sehr wichtig. Da sind wir, da ist sie schon. Die Sonnenfelsinsel. Puh, das war nicht gerade um die Ecke. Diese glänzenden Felsen sind aber sehr schön. Sehr beeindruckend. Folgt mir, wir sind fast da. Hallo? Ist jemand da? Wir sind wegen des großen Tigerkriegerturniers gekommen. Das Turnier nur für Tiger. Sehr gut, Sie sind in unsere Falle getappt. Ah, unsere größten Gegner. Gut erkannt, großer Tiger. Wir haben dich von deinen Freunden weggelockt, um eine besondere Tigerjagd zu veranstalten. Der dich zuerst besiegt, wird gekrönt werden. Und zwar zum fiesesten Schurken des Dschungels. Keine Sorge, solange wir zusammen sind, haben diese Feiglinge keine Chance. Wir beide, mein Sohn, werden immer zusammenhalten. Macht euch darauf gefasst, von Wladimir und seinen Feuerameisen gejagt zu werden. Von Melina mit ihrer neuesten klebrigen Erfindung, der Harzkanone. Von Doom, dem Schrecklichen, mit seinem hypnotisierenden Blick. Von der Königin der Explosionen, Lunte. Und von mir selbst natürlich, Captain Karate. Und vom großen Furax. Sehr gut, mein Sohn. Die Falle, in die Sie uns gelockt haben, ist ein super Training. Wir zwei werden Ihnen zeigen, wo es lang geht. Worauf wartet ihr denn noch? Kommt ihr runter? Nein, ihr bekommt eine halbe Stunde Vorsprung. Und dann heißt es, die Jagd beginnt. Eine halbe Stunde? Ja, Tigerkrieger, eine halbe Stunde und keine Minute länger. Das ist zu lange. Da langweilen wir uns. Nein, 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 nein. Wir machen es so. Wir beide verstecken uns. Ihr zählt bis 100 und dann beginnen wir mit der Jagd. Wir werden euch schnell besiegen und gehen wieder nach Hause. Gut, bis gleich. Ja gut, bis gleich. Oh, bitte, bitte, darf ich zählen, Captain, ja? Oh, Junior, erinnerst du dich, was ich dir beigebracht habe? Ein Tiger muss unberechenbar und schlau sein. Und das Wichtigste, er darf niemals aufgeben. 97, 98, 99, 100! Lass die Tigerjagd beginnen! Na los! Wo versteckt ihr euch, Tiger? Ihr habt keine Chance gegen meine neue Harzkanone. Und du, mach das Fernglas für mich. Da sind sie nicht, da sind sie nicht, da sind sie nicht, da sind sie nicht, da sind sie nicht. Hey! Da sind sie, da sind sie, da sind sie. Da sind sie nicht, da sind sie nicht, da sind sie nicht, da sind sie nicht, da sind sie nicht. Aber das ist unmöglich. Sie können doch nicht einfach wegfliegen. Kuckuck. Da sind sie, da sind sie. Siehst du, sei immer schön unberechenbar, Junior. Lass uns gehen. Ihr steckt da drin fest. Bis später, Tiger. Jetzt macht's erstmal Boom. Wir müssen irgendwie zu ihr hochkommen. Ah!
Wasserstrahl, Junior! Gut gemacht, mein Sohn. Ich hab's dir ja gesagt. Ein Tiger muss schlau sein. Die Jagd ist zu Ende. Ihr sitzt in der Falle, dank meiner kleinen roten Freundchen. Wenn ihr euch bewegt, werdet ihr von meinen Feuerameisen verspeist. Wie bringst du sie dazu zu gehorchen? Sag schon, hast du einen Trick oder hältst du etwa ihre Königin gefangen? Weder noch. Ich habe jede von ihnen ausgebildet, eine nach der anderen, und ich habe ewig dafür gebraucht. Aber jetzt gehorchen sie mir alle und machen mich zum König der Schurken. Also dann, Attacke, meine kleine Veronika, Natascha, Manuela, Cynthia, Anna, Sara, Belinda, Camilla, Bertha, Edna, Kenza, Helena, Olga, Elvira, Camilla. Was macht ein Tigerkrieger, wenn er einem so zahlreichen Gegner gegenübersteht, Sohn? Soll ich dir einen kleinen Tipp geben? Der Tiger greift sie an. Zumindest, wenn die Gegner so winzig sind. Also los, Banzai! Ich, Veronika, Natascha, Manuela, Cynthia, Anna, Sara, Belinda, meine Lieblinge. Komm schon, komm, wir dürfen nicht nachlassen. Ein Tiger gibt niemals auf, Junior. Rache! Ihr müsst zurückschlagen, Veronika, Natascha, Manuela, Cynthia, Sara, Belinda, Camelia, Berta, Emma, Daniela, Felicia. Sie haben Lunte, Melina und Wladimir besiegt. Es war ein Kinderspiel. Die beiden sind stärker, als wir vorhergesehen hatten. Ich frage mich, ob diese Tigerjagd wirklich so eine gute Idee war. Na, na, mein Freund, jetzt seien wir doch mal realistisch. In einem fairen Kampf haben wir keine Chance gegen den großen Tigerkrieger. Aber wenn ihr es schafft, Maurice abzulenken, kümmere ich mich um den Junior. Und warum sollten bitte wir ihn ablenken? Weil ihr zwei in meine Augen schaut. In meine Augen schaut. In meine Augen schaut. In meine Augen schaut. Und jetzt beide meine Sklaven seid. Wir sind deine Sklaven. Junior, knüpf dir den rechten Tor. Hallo, kleiner Tiger. Schau mir in die Augen, in die Augen, in die Augen. Jetzt bist du mein Sklave und tust, was ich sage. Ich bräuchte hier mal deine Hilfe. Junior! Oh, da bist du ja. Junior, was machst du denn? Oh nein, meine Streifen! Ich habe die Schwäche des großen Tigers gefunden. Das Wasser wäscht seine Streifen ab. Und ohne Streifen ist ein Tiger kein Tiger mehr, oder? Los, Kleiner, spritz weiter. Du bist ein Tiger, mein Sohn. Du kannst dich von Doomspan befreien. Das war's. Die Jagd ist vorbei. Ich habe dem großen Tigerkrieger die Streifen genommen und sein kleiner Sohn steht jetzt unter meinem Bann. Also können wir festhalten, ich bin der fieseste Schurke im Dschungel. Doom, ich bitte dich, nimm mir Junior nicht weg. Er bedeutet mir alles. Wir halten immer zusammen, mein Sohn, nicht wahr? Wir halten immer zusammen. Halten immer zusammen. Ein Tiger muss immer unberechenbar sein. Ein Tiger muss immer schlau sein. Oh, jetzt mache ich euch beiden Feuer unterm Hintern. Da, pass auf, sie explodiert gleich. Ein Tiger gibt niemals auf. Und jetzt, da meine Streifen wieder da sind, hütet euch vor dem Zorn des großen Tigerkriegers. Ich mach das! Oder nicht? Nehmt euch ja nach! Ich kann nämlich Kung Fu!
beschütze mich! Falls sich jemand fragt, wer von uns der Schwächste ist, wir sind alle gleich mies. Und danke für die Streifen, mein Sohn. Sie sind sehr schick. Ich glaube, ich behalte sie. Etwas zu angeberisch? Naja, du könntest recht haben. Ich lasse sie zu Hause neu malen. Aber ich bin so gespannt, was die anderen sagen, wenn sie sie sehen. Abracadabra. Eins, zwei, drei. Womit habe ich das verdient? Warum müsst ihr immer dann Lärm machen, wenn es Zeit ist für mein Nickerchen? Wir können eben nicht warten, wenn uns die Musik ruft. Hast es fast geschafft, mein Sohn. Für die Wutu-Technik, bei der die Ohren alles sehen, braucht man sehr viel Training. Also, alles von vorn. Oh, Wir machen später mit dem Training weiter, Junior. Die Pflicht ruft. Dschungelhelden! Auf zur Rettung! Viel Erfolg! Tor auf! Hallo, meine Freunde, was führt euch zu uns? Oh, wir sind da, großer Tigerkrieger, bitte hilf uns. Oh, das wird eine Weile dauern. Grummel, du miese Peter, Sie sind erschöpft. Es gibt einen Mandrill, einen Zauberer, der ist sehr laut. Und hindert uns am Schlafen. Ja, na, willkommen im Club. Du hast von einem Mandrillzauberer erzählt, der euch vom Schlafen abhält. Ja. Er möchte nämlich, dass wir aus unserer Höhle ausziehen. Er hat sogar gedroht, mich in eine Schwalbe zu verwandeln. Oh. Heute Nacht werdet ihr gemütlich in eurer Höhle schlafen. Die Dschungelhelden werden sich diesen Zauberer jetzt mal vornehmen. Oh ja, oh ja. Harry will Zauberer sehen. Harry hat noch nie einen gehauen. Ihr armen Fledermäuse. Ich habe eine Idee. Ihr bleibt hier und ruht euch erst mal aus. Wirklich? Wir haben uns nicht getraut zu fragen. Hey Leute, wir können hier bleiben. Hm. Oh, danke. Na, das war ja nicht gerade um die Ecke. Hallo, ist jemand da? Oh. Hey! Wer seid ihr? Lasst mich raten. Ihr habt von meinen tollen Zaubertricks gehört und wollt den fantastischen Mandrillo mit eigenen Augen bewundern. Wir sind nicht wegen deiner Tricks hier. Wir möchten dich bitten, die Höhle zu verlassen. Ha? Was? Wieso sollte ich das tun? Diese Höhle gehört den Fledermäusen, nicht dir. Nun weggegangen, Platz vergangen. Ich kann meine spektakulären Zaubertricks nur in dieser Höhle zeigen. Und deswegen gehe ich nirgendwo hin. Die Höhle gehört mir und ich rühre mich nicht vom Fleck. Wartet mal kurz. Ich hab's. Na klar. Keine Panik. Das war nur ein Spiegeltrick. Mit dem hier unten hat er seinen Körper gespiegelt und mit dem da oben den Kopf. Der Mandrill stand niemals vor uns. Das heißt, er könnte sich überall verstecken. Na los, Beeilung! Sonst bleibt diese Fledermausschar wohl möglich für immer in unserer Höhle und dann ist mit meiner Ruhe endgültig vorbei. Jetzt ist aber mal gut, Grummel, und entschuldige, dass ich dich korrigieren muss, aber Fledermäuse sind sehr leise und... Ha! Du beweist ja wohl täglich das Gegenteil. Also schön, weißt du was? Ich kümmere mich jetzt um diesen Zauberer, damit du endlich mit deinem Gemecker aufhörst. Hm? Du hast sie richtig wütend gemacht. Na toll! Frederike! Frederike! Juhu! Frederike! Da seid ihr ja wieder. Habt ihr etwas verloren? Abracadabra! Eine Fledermaus. Frederike, los, lass sie frei, Mandrillo. Na schön, das werde ich sehr gerne tun. Aber dafür müsst ihr meine Höhle verlassen. Nein, du lässt sie frei und dann wirst du hier verschwinden. Abracadabra, und weg ist das Mäuschen. Viel Glück bei der Suche nach eurer Freundin. Frederike! Holt mich hier raus! Keine Sorge, Frederike! Warte, Maurice! Du wirst dir wehtun! Lass mich erst mal sehen! Holt mich raus! Hier drin ist es so dunkel! Ach, so ist das! Da drin gibt's einen doppelten Boden! Guckt mal, Freunde, wenn ich das jetzt in die entgegengesetzte Richtung drehe, dann... Grummelige Maus ist Zauberer! Oh,
Oh, ich bin so froh, euch alle wiederzusehen. Naja, außer dich. Hä? Aber ich hab dich da rausgeholt. Bitte klärt das doch später. Jetzt gibt's Wichtigeres zu erledigen. Wo ist frecher Zauberer denn hin? Keine Sorge, Harry. Weit kann er nicht sein. Zwei Wege. Wir sollten uns besser aufteilen. Ich bin zur Abwechslung mal ganz deiner Meinung. Nein, wir bleiben zusammen. Junior wird uns mit Wutu den Weg zeigen, der Technik, bei der die Ohren alles sehen. Bist du bereit? Schnell, der Mandrill muss hier ganz in der Nähe sein. Oh. Wow, das war knapp. Wie ist Mandrillo auf die andere Seite gekommen? Junior hat sich sicher nicht geirrt. Ich sehe mich mal da drüben um. Ach so. Oh. Ah, na klar, wieder ein Spiegeltrick. Ein Trick? Wirklich? Ja, genau. Gut gemacht, Dschungelhelden, aber das Spiel ist noch nicht vorbei. So viele Quarzkristalle auf einem Haufen. Hey, seht doch mal, wie toll man sich in ihnen spiegelt. Oh, Harry sieht Harry nicht. Hat Harry Blitze aufgeweckt? Das sind keine Blitze. Durch dein Reiben hast du Elektrizität erzeugt, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Sucht ihr etwa mich, Dschungelhelden? Ich bin hier. Nein, ich bin hier! Hier! Daneben! Nein, jetzt hier! Welcher von denen ist der echte Mandrill? Also, Dschungelhelden, seht ihr endlich ein, dass ihr nichts gegen die Macht des großen Mandrillos ausrichten könnt! Zauberer macht Feuer! Das ist nicht gut! Keine Sorge, das sind nur Spiegelungen! Ah, gut, ein paar Funken sind vielleicht echt! Schnell, wir müssen hier raus! Ja! Harry fürchtet sich vor Zauberer. Die Sache ist noch nicht entschieden. Dieser Zauberer bekommt jetzt unsere Tricks zu spüren. Und du spielst dabei eine sehr wichtige Rolle, Flederike. Was willst du? Wo sind deine Freunde? Sie sind fort. Sie fürchten sich vor dir. Und du? Fürchtest du dich denn nicht? Doch, natürlich. Aber ich muss dir etwas sagen. Es ist ein bisschen albern, aber... Na gut, ich sag's einfach. Seit ich ein Fledermausbaby war, möchte ich Assistentin eines großen Zauberers werden. Und als ich deine spektakulären Tricks gesehen habe, habe ich gehofft, dass ich... Oh ja, spektakulär, das stimmt. Und du solltest wirklich in dieser Höhle bleiben. Du siehst in den ganzen Spiegeln so gut aus. Komm schon, lass mich deine Assistentin sein. Bitte, bitte, sag ja, sag ja. Wir versuchen es mal. Wunderbar, ich könnte damit anfangen, deine Quarzkristalle zu putzen. Dann wird sich alles noch besser in ihnen spiegeln. Ja, das ist eine gute Idee. Schon viel besser. Und jetzt, meine Damen und Herren, begrüßen wir den größten und berühmtesten Zauberer. Natürlich, unser Signal, es geht los. Nein, den König der Illusionen, den großen Harry, den fantastischen Meister der Blitze. Oh, nein, Monster! Nein!
Bitte tu mir nichts! Nein! Wie du vermutet hast, Grummel, er hat einen geheimen Fluchtweg vorbereitet. Ha, wusste ich's doch. Jetzt müssen Maurice und Junior ihm nur noch den Rest geben. Kannst du ihn sehen, Junior? Ha! Also, Mandrillo, dachtest du, du könntest einfach so entkommen? Hey! Ja, ja, gern geschehen. Ihr könnt jetzt wieder nach Hause fliegen. Und was habt ihr mit dem bösen Zauberer gemacht? Mhm. Ich komme wieder und dann bekommt ihr die Rache des größten Zauberers des Dschungels zu spüren. Au! Na gut, vielleicht komme ich doch nicht wieder. Wie gesagt, gern geschehen. Zeit für mein Nickerchen.